Kommentare kommentieren, eure Fragen beantworten. Folge Nummer 30. Und bevor mein bester Freund mich jetzt nur mehr erhofft und Wertendrich stört, legen wir doch gleich los. Es gibt noch nichts Neues von dem Nachfolger, dem zahlungspflichtigen oder dem kostenpflichtigen Sonar. Da gibt es jetzt noch nichts Neues. Ich habe mir extra App installiert, die achtmal am Tag die Sonar-Webseite nach Aktualisierung durchsucht. Aber bis jetzt gibt es da nichts Neues. Aber wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich hier. Und ich habe euch ja gefragt, wie lang meine Videos sein sollen. Sind sie euch zu lang? Sind sie euch zu kurz? Soll ich vielleicht längere Videos in mehrere Videos aufteilen? Weil aktuell ist es bei mir so, ich habe hier auf dem Kanal so eine durchschnittliche Wiedergabedauer von so ungefähr 5 Minuten. Und teilweise sind meine Videos doch so 20 Minuten lang oder länger. Und da gab es von euch auch ein paar Rückmeldungen, die ich jetzt natürlich hier nicht habe. Weil das geht mir wieder so auf den Sack hier beim YouTube Studio. Du kannst alles machen, nur tape die wieder nicht. Und da waren ja 87% von euch, sagen, nee, ich will es am Stück haben. Und ich habe auch ein paar Kommentare gekriegt, zum Beispiel von Appenrad. Inhaltlich sollte ein Video immer abgeschlossen sein. Vielleicht so Basics, Fortgeschrittene, Profis. Das wäre eh so ein Ding. Ich meine, Anfänger haben wir ja sowieso jetzt schon mit der Anfängerserie jetzt, wo es wirklich um den Einstieg in Cakewalk geht und alles andere, wie jetzt zum Beispiel mit Partitur oder was jetzt dann noch kommt, die Articulation Maps, sind ja alles fortgeschrittene Features von Cakewalk und deswegen, ja, dann lassen wir es jetzt einfach erstmal so, ne? Am Stück, wie es meine Lieblingsmetzgerin so sagt, und dann passt es. Olli meint zum Beispiel, boah, das ist aber schwierig, mach doch so, wie es am meisten bringt. Vielleicht ist die Anzahl der Videos relevant für den Algorithmus. Ich weiß das nicht, weil kaum jemand auf meinem Kanal vorbeischaut. Ja, kaum jemand. Olli, das kenne ich irgendwie, der Kampf nach den Likes und nach den Views. Meine, ja, tatsächlich ist, was jetzt ich so rausgefunden habe, was von dem Algorithmus tatsächlich am wichtigsten ist, ist die Watchtime. Umso länger die Leute die Videos hier schauen, umso besser ist es anscheinend für den Algorithmus. Und es gibt auch keinen magischen Punkt, wo ich sage, hier musst du drüber kommen und dann verteilt YouTube das an alle möglichen Leute. So funktioniert es nicht. Man muss es wirklich stetig aufbauen und nur im Promillebereich sind Leute dabei, die wohl über Nacht zum YouTube-Star werden. Und da bin ich dann doch eher Fan, wo ich sage, ich baue das langfristig auf und lass mal Zeit dafür, mach viele Analysen. Bin ja, was das betrifft, eher ein Nerd genug, dass ich genau in so einen Scheiß mich hineinfuchs. Dann habe ich noch was vom Olli bekommen per E-Mail. Hi Andy, muss dich kurz um einen Short-Tipp bitten. Kann ich aus einer Spur, SE-Drums etc. ein weiteres VST ansteuern, ohne gleich die Daten zu doppeln? Also ein Track, zwei VSTi. Ja, nein. So, ja, ganz confident. Nee, du kannst, also quasi, du kannst mit einem MIDI-Track kannst du nur ein Gerät steuern. Was du aber machen kannst, du machst deine MIDI-Daten hier in der ersten VST-Spur und diesen MIDI-Clip kannst du jetzt erstmal kopieren und dann gehst du an die gewünschte Spur, wo du es einfügen möchtest und gehst auf Bearbeiten. Inhalt einfügen. Da gibt es mehrere Optionen, unter anderem die Option als verknüpften Clip. Und dann hast du den Vorteil, dass du quasi eine Live-Kopie machst, sage ich jetzt einmal. Und sobald du am ersten Originalclip was änderst, werden diese Änderungen gleichzeitig auf den verknüpft kopierten Clip ausgeführt. Und zweite Frage, sehe ich das richtig, dass man bei den SE-Drums tatsächlich verschieden klingende Sets laden kann? Da hast du vollkommen recht. Ja. Siehst du auch hier auf der linken Seite, diese Sets haben nicht nur verschiedene Schlagrhythmen drin. Die haben auch wirklich verschiedene Akustik- oder Elektrosets. Ja, Grüße aus dem Pott, auch an denjenigen,
der bei Google Maps auf die Rezession antwortet, der kennt mich auch schon. Ja, hat mich der Daniel tatsächlich gefragt, ob ich denn dich kenne. Und ich gesagt, ja, den kenne ich. Kreativrico.de. Hey Andi, schön wieder ein Video von dir zu sehen. Der Informationsinhalt ist ja dieses Mal gewaltig. Ich glaube, da brauche ich mal ganz viel Zeit, um mir dieses Thema mal genauer anzusehen. Ich persönlich komme aber schneller voran, wenn ich meine Instrumente direkt mit dem Keyboard oder der Gitarre einspiele. Natürlich sind diese Eingaben mit der Maus oder mit meiner Tastatur oder mit einem Keyboard oder MIDI-Gitarre oder sonst was auch immer, kannst du natürlich immer so machen, wie du möchtest und wo du fitter bist. Wenn du natürlich virtuos an den Tasten bist, macht es natürlich Sinn, über Keyboard einzuspielen. Aber du kannst ja auch fertig eingespieltes mit Partitur oder mit der Pianorolle total einfach bearbeiten. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, für die ich auch schon Videos gemacht habe. Ob es jetzt eben hier die Pianorolle ist oder die Partitur oder nachträgliche Manipulation mit den ganzen Scripting, den Cakewalk-Kerls. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass ich das nächste Video fertig mache. Da geht es dann um die Articulation Maps. Und da war ich tatsächlich überrascht, was viel mehr geiler Scheiß mit den Articulation Maps möglich ist, die ich eigentlich dachte, wo die Limits sind. Und dann auf einmal schaust du und denkst, boah, leck, das geht ja. Also hier, ne, fleißig hier im Kanal bleiben und dann kriegt ihr auch das neue Video mit. Hey, und du machst den Bildschirm nicht aus, weil ich habe noch was zu lesen. Apropos MIDI-Keyboard. Gibt es bei Cakewalk eine Funktion, in der ich zum Beispiel ein Audiosignal, sagen wir mal einen Schlag mit dem Löffel gegen eine Tasse aufnehme und dann mit dem Keyboard in allen Tönen spielen kann? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Liebe Grüße. Ja, was du meinst, ist Sampling. Und bei Cakewalk gibt's leider keine Sampling-VST mit dabei oder keinen Sampler, aber es gibt genug kostenlose Alternativen, die du dann per VST einbinden kannst. Ich habe euch einen Link mal für einen tollen, kostenlosen Sampler in die Beschreibung gesteckt. Und der Hans Martin schreibt noch über das Partiturvideo. Sehr informativ, habe ich schon mal probiert, aber ohne Infos ist das nichts geworden. Jetzt schaut das besser aus. Und ich habe auch eine Frage an dich. Da schicke ich dir aber eine E-Mail, da sie für einen Kommentar einfach zu umfangreich ist. Es geht um das Exportieren eines Songs. Ja, lieber Hans Martin, dann schick mir doch einmal eine E-Mail. Bis jetzt habe ich noch nichts bekommen. Und dann schaue ich mir die an. Und dann würde ich die aber auch gern hier mit durchgehen, bei dem nächsten Kommentar kommentieren, damit wir alle was davor haben. Ja. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr bis dahin eine schöne Zeit habt. Und hier gibt es ja noch ein Video zum Anschauen. Darunter wieder ein Video zum Chillen von unserer Band. Und bis dahin sage ich mal wieder, ne Bussi aufs Bachibärli. Doch. Bussi aufs Bachibärli und Servus. So, jetzt wird es Zeit, dass Wochenende wird. Servus.